Hi Leute, willkommen zurück zum Inquisitor. Wir sollen zur Kessel Nixe und dort ein bisschen mehr in Erfahrung bringen über unsere Queste. Aber erstmal liegen hier noch ein paar Texte rum, die werde ich mir mal ansehen. So, ich werde es jetzt ohne Facecam weiterspielen, weil irgendwie finde ich so, naja, das passt nicht so ganz. Das nimmt die Stimmung. Ist kein Horrorspiel und deswegen lasse ich das mal raus auf dem zweiten Kanal. Und ich begrüße euch übrigens hier, falls ihr Bock habt, weiterzugucken. Lieber Schwager, ich schreibe dir aus dringendem Anlass. Wie du sicher noch weißt, habe ich dir vor fast einem Jahr von Plänen erzählt, angeln zu gehen. Nun freue ich mich, dir berichten zu können, dass ich das Boot, von dem ich so oft gesprochen habe, endlich fertig gebaut habe. Es hat mich mehrere Monate meines Lebens gekostet. Jeden Abend habe ich mir die Finger wund gearbeitet. Unzählige Splitter bohrten sich in meine Hände. Doch ein winziges Detail habe ich offenbar außer Acht gelassen. Wie zum Teufel soll ich das fertige Boot unter dem Haus herausbekommen? Ich muss zugeben, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass es so umständlich wird. Und ich bekomme nirgends Hilfe. Die Nachbarn machen sich über mich lustig. Sie rufen mich schon die ganze Woche lang Meister Seemann oder König der Gewässer und Herr Kapitän. Mein lieber Schwager, du bist meine einzige Hoffnung. Bitte besuche uns in Königstein, sobald es dir möglich ist. Deine Schwester würde sich freuen, dich zu sehen und ich könnte das Problem mit deiner Hilfe aus der Welt schaffen und endlich lossegeln. Natürlich mit dir, das versteht sich von selbst. Ich besorge uns eine Flasche vom feinsten Fusel und kein Sturm wird uns aufhalten. Mit den besten Grüßen, Albrecht. Wow. Na gut. Oh, so belebt hier jetzt um die Tageszeit schon. Ist ja auch ein bisschen anzüglich so alles, ne? Die Kessel Nixe oder eine Kokette. Erfahre den Grund für den Tumult. Ah, okay, es ist also nicht ohne Grund. Warte mal, ich will erstmal hier den Anschlag gucken. Was steht da? Das Gebäude wurde von einem Ehrenbürger Königsteins entworfen, doch es kam nie zu seiner geplanten großen Eröffnung als Apotheke. Dabei hätte das gute Volk von Königstein eine verdient und angesichts des drohenden Cholera-Ausbruchs dringend gebraucht. Ganz zu schweigen von Geschlechtskrankheiten wie dem Penispilz, der durch das florierende Dirnenhaus zügellos unter so ziemlich jedem Dach in der Gegend vertreten ist. Schwibus verfügt über eine eigene Apotheke und es ist den stolzen Bürgern von Königstein nicht zuzumuten, den zweitklassigen Hinterwäldlern der widerwärtigen Nachbarstadt unterlegen zu sein. Die widerwärtige Nachbarstadt, so. Die Gestaltung und Bauaufsicht wurden unter dem einheimischen Steinmetzmeister Ottmar Birkut anvertraut, dem Besten seines Handwerks. Alles schien nach Plan zu verlaufen, bis es das plötzlich nicht mehr tat. Eines Tages wurde im Rathaus ein beunruhigendes Gerücht verbreitet. Steinmetzmeister Ottmar Birkut, so hieß es, habe dem Bau der Apotheke den Rücken zugekehrt, um an einem lukrativeren und prestigeprächtigeren Projekt zu arbeiten. Damit fiel der Ruf, den er sich über Jahre aufgebaut hatte, in sich zusammen. Ja, das macht man auch nicht. Das macht man auch nicht. Einfach als Handwerker was hinschmeißen? Das geht gar nicht klar. Ist etwas passiert? Eine Hure wurde ermordet. Grausiger Anblick. Oha. Von wem ist jetzt die Frage? Was macht der da? Muss ja rumschnüffeln. Soll ich erstmal ein bisschen beten? So. Danke für die Unbarmherzigkeit beim Kampf gegen meine Feinde, oh Herr. Ja, es ist halt hier ein bisschen brutaler, ne? Da danken wir mal dafür, dass man die ganzen Feinde abgemetzelt hat. Ist okay. So, gucken wir mal. Erfahre den Grund für den Tumult. Hier, ist noch was. Oh, das sind aber einige. Wahrscheinlich ist es hier passiert. Stank. Kommt sicher aus dem Plumpsklo. Oh. Untersuche die Leiche und den Tatort. Oha. Inquisitor. Ruf die Stadtwächter. Wir haben bereits nach Ihnen geschickt, Meister. Was gibt es hier zu sehen? Verschwinde, Frechdachs. Das ist nichts für Kinder. Gib das dem Wirt der Kessel Nixe. Er soll mir ein Zimmer für die Nacht herrichten. Es ist ein Silberengel für dich drin, wenn du es gut machst. Wenn du mich ausraubst, verbrenne ich dich wie eine Hexe auf dem Scheiterhaufen. Alter! Warum reagiert er denn so krass? Wie hätte ich das jetzt herleiten können, außer hey du Frechdachs?
Sag mal, er ist schon ein bisschen übertrieben. Untersuchungen. Durch das Untersuchen kannst du an einem Tatort oder bei einem interessanten Objekt weitere Informationen finden. Interagiere mit dem Objekt, das dich interessiert. Ja, sie ist ein Objekt. Anvisieren. Wenn du die Untersuchung begonnen hast, steuere die Kamera. Aha, sie aus. Ja, was sich lohnt zu untersuchen, halte auch schon nach Auffälligkeiten und richte die Kamera darauf. Okay. Ja, man sieht schon die Knöchel. Verstauchter Knöchel. Das arme Ding wollte fliehen. Ja, sie war nackt. Vielleicht war sie gerade mit einem Freier zugange. Achso, ich kann es ja noch so. Eieiei, hat sie geschlagen. Teilung im Gesicht. Von einem aggressiven Kunden, schätze ich. Ja, Hände, die hat was abgerissen. Ein Stofffetzen. Stammt er von ihrem Mörder? Oh, ein roter Stofffetzen, das ist ja hier was Ungewöhnliches, oder? Was ich mache. Ah, okay, ich kann noch weiter rumgehen. Eieiei. Bei den Nägeln und Dornen. Ihre Nieren wurden entfernt. Alter, aber nicht gerade zimperlich. Guck mal, was für ein riesiger Schnitt das ist, bitte. Hä? Da war doch irgendwas. Hinterkopf. Ein stumpfes Trauma. Sie wurde wohl erst niedergeschlagen. Alter, das ist... Ich find's... Ja, ist schon ziemlich grausam, aber es ist auch ganz cool, so wie bei Sherlock Holmes, so ein bisschen, dass ich auch ermitteln muss. Wo war denn jetzt hier was noch? Da ist halt nichts mehr. Doch? Ach hier, hä? Zerkratzte Knie. Nicht der Grund für ihren Tod. Ja, sie ist halt hingefallen. Was gesehen? Ja, da was gehört? Ich meine, die hat wahrscheinlich geschrien wie am Spieß, also... Ich frag mich halt, ob die Nieren postmortem entfernt wurden oder... Naja, ich will es nicht hoffen, dass sie doch gelebt hat dabei. Wie lustig, wenn ich mich erst auf die Bank setzen muss. Dann kann ich sie alle belauschen. Also Mortimer hat schon ein paar super Skills, muss ich sagen. Freundlichkeit ist jetzt keiner der Skills. Dann sind die Blutsauger wohl noch hier, was? In Königstein? Unmöglich. Es gibt da diesen Doktor. Aderlass ist sein Spezialgebiet. Er setzt Egel auf, um die Krankheit auszusaugen. Und auch die Münzen aus dem Geldbeutel. Elender Blutsauger. Naja, Blutegel sind jetzt nicht schlecht. Zum Beispiel, um die Große zu verhindern, dass das Blut gerinnt oder so. Das ist... Die haben halt so einen Stoff, den sie im Speichel, den sie da absondern, dass das Blut, wie gesagt, nicht verklumpt oder halt gerinnt. Keine Ahnung. Ich komme nicht von hier. Ich bin nur wegen des Jahrmarkts hier. Erkennt ihr es nicht? Satan! Es ist sein Werk. Er lenkt die Menschen. Wie ich das sehe, sind hier alle verdächtig. Ihr, ich, alle diese Wichser. Okay. Ein bekanntes Gesicht. Ja, das ist Roxanne, eine Hure aus Burgund. Ich kenne sie aus dem Gasthaus. Habe ein paar Mal ihre Dienste in Anspruch genommen. Sie war wirklich gut. Die halbe Stadt hat sie gebumst. Okay. Hier sitzt nicht die Witcher, hier sitzt die Wichser. Ganz genau. Es soll eine besondere Hure geben. Eine hermaditische, haphroditische oder so. Mit einer Möse und einem Schwanz. Um Männlein und Weiblein zugleich zu beglücken. Angeblich stehen die Leute Schlange. So unersättlich ist sie. Naja, also ein Hermaphrodit ist was anderes. Das ist ein Selbstbefruchter. Ich finde den Mann, der nach Urin stinkt. Echt weiter. Okay. Hier stinkt es nach Pisse. Vielleicht war jemand im Plumpsklo, während der Mord begangen wurde. Oh. Köstlich. Jetzt muss ich den Duft auch noch suchen. Das Gebet verschafft mir Klarheit. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Stück von einem Gehstock. Darauf ist kein Blut.
Ich frage mich, hat er etwas mit dem Fall zu tun? Aha. Ist da vorne ein Tier? Stinkt, als hätte jemand in Gülle gebadet. Warte mal, da geht's ran, aber ich will mir... Warum steht da... Warum kann ich die Ziege untersuchen? Oder ist das ein Hund? Ach, das ist der Freund. Hallo, Freund. Wartest du auf dein rotznäsiges Frauchen? Oh. Good boy. Ich frag mich, ob man nur in Königstein unterwegs ist oder später noch woanders hinkommt. Jetzt rennt der schon wieder weg. Wow. Ist ja weit gekommen. Tut mir nicht weh. Alter. Er hat schon wieder eine Vision, sag mal. Eieiei. Ich habe nichts getan. Aber ihr seid geflohen. Aufstehen. Ihr kommt mit mir. Denkt nicht mal an Flucht, oder ihr spürt mein Schwert. Hey, ihr da. Hier rüber. Ja, Meister? Wo ist Hauptmann Bertram? Er verhört die Gäste im Gasthaus. Wer ist das? Und woher hat er den Mantel eines Soldaten des Kardinals? Genau das will ich herausfinden. Bewacht ihn. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Ich bin unschuldig, Meister. Haltet den Mund, dreckiger Bastard. Euch hat keiner gefragt. Ja, genau das dachte ich mir schon, dass die Männer des Kardinals wohl doch nicht so sauber sind. Irgendwie, ja, das sind die einzigen mit roten Mänteln, oder? Ja, mal zum Gasthaus hier. Gib mal kurz zum Good Boy. Wartest du auf dein rotznäsiges Frauchen? Ja, der Good Boy. So. Auf ins Gasthaus. Wie gesagt, ich glaube, die Männer des Kardinals, die sind nicht so ganz sauber. Und darauf jetzt irgendwie auch hinauslaufen, dass wir uns mit denen beschäftigen müssen. Der Gastwirt ist wohl ein Freund von Knoblauch. Angeblich hilft es ja gegen Vampire, ne? Er organisiert hoffentlich mein Zimmer. Nee, die kauft sich bestimmt jetzt erstmal Schnaps. Der Eintopf schmeckte wie Spülwasser. Der Koch sollte zum Scharfrichter geschickt werden. Schlag dem Huren so den Kopf ab und macht dem Leid der unschuldigen Gäste ein Ende. Ludwig Olbricht. Das Essen ist widerlich, aber billig. Das macht es gut. Thomas Parus. Die Zimmer sind sauber und ordentlich. Keine Ratten oder Kakerlaken. Juran Spichler. Es ist wie so eine Google-Rezension. Das Schweinefleisch war nicht frisch, also ließ ich es zurückgehen. Der Gastwirt hat sich geweigert, den Preis zu erstatten. Nicht zu empfehlen. Matthias Gessler. Ausgezeichnetes Essen, mir hat sich nur dreimal der Magen umgedreht. Gundolf Wanke. Speisen und Zimmer von bester Qualität, ich habe keinerlei Verfehlungen bemerkt. Medard. Ich steige immer in der Kessen Nixer ab, wenn ich zum ehrlichen Fest des siegreichen Christus nach Königstein komme. Bezahlbar, komfortabel, saubere Zimmer und ausgezeichnetes Essen, Jakob Zimmermann. Naja, sehr durchwachsen die Rezension. Wo wart ihr zu dem Zeitpunkt? Hier, Karl ist mein Zeuge. Er hat ein Bier mit mir getrunken. Wohl wahr, wohl wahr. Hauptmann. Verzeiht, Meister. Ich habe gerade keine Zeit. Ich weiß Bescheid. Ich habe die Leiche gesehen. Ich bin hier, weil ich einen Bettler verhaftet habe, der sich am Tatort auffällig verhielt. Er ist draußen bei euren Männern. Haut ab! Er wischte Blut von diesem Dolch. Seltsam. So einen Dolch habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wir müssen diesen Fall äußerst sorgsam untersuchen. Vor allem, weil dieser Mord Merkmale eines rituellen Mords aufweist. Rituell? Dem Opfer wurden beide Nieren entfernt.
Wie schrecklich. Noch etwas. Der Verdächtige trug einen Mantel wie die Soldaten des Kardinals. Ein Bettler? Wie kann das sein? Eine gründliche Befragung wird die Fakten ans Tageslicht bringen. Ich würde sie gern persönlich durchführen, wenn ihr einen geeigneten Ort dafür habt. Wie ihr wünscht, Meister. Ich werde den Verdächtigen ins Verlies sperren. Eins noch, Hauptmann. Ich stand heute einer Dame namens Liliana zur Seite. Räuber griffen uns in einer Gasse an. Der Kommandant der Soldaten seiner Eminenz hat mir bereits davon berichtet. Liliana hat er jedoch nicht erwähnt. Den Bürgern von Königstein ist bekannt, dass sie dem Kardinal dient. Sie wissen auch, dass seine Eminenz Angriffe auf sein Personal nicht duldet. Kümmert euch um den Bettler, Hauptmann. Ich möchte mit Meister Madadin allein sprechen. Geht es euch nicht gut? Nur der Knoblauch. Mein Magen verträgt ihn einfach nicht und der Gastwirt nutzt ihn in übertriebenen Mengen. Zum Glück bringt der Wein ein wenig Erleichterung. Setzt euch bitte. Über seine Verdauung wollte ich jetzt nicht reden. Reden wir über den Grund für eure Anwesenheit, Meister. Glaubt ihr wirklich, dass sich ein Vampir in der Stadt versteckt? Das ist absurd. In dieser Gegend gab es seit etwa 100 Jahren keinen Vampirangriff mehr. Wäre es anders, wüsste ich davon. Ich versichere euch, dass ich nicht ohne triftigen Grund nach Königstein entsandt wurde. Das ist Unsinn. Das heilige Offizium sollte sich um andere Dinge kümmern. Hier gehen schon seit längerem unerklärliche Dinge vor sich. Was genau? Schon seit Jahren tobt in der Stadt ein Streit zwischen dem Kardinal, der von den Armen gehasst wird, und der allseits beliebten Gräfin Isabella. Der Mord an der Hure könnte Teil dieses Streits sein, genau wie der Angriff auf Liliana. Ich kann diesen Verdacht jedoch nicht beweisen. Die Geheimnisse des Kardinals liegen in einem Büro, zu dem nur seine Mönche Zugang haben. Ich habe auch herausgefunden, dass es im Palast der Gräfin eine Geheimkammer gibt. Meine Spione kamen nicht hinein, aber euch könnte es gelingen. Dringt dort ein, um die Wahrheit zu enthüllen. Die Wahrheit? Wie gesagt, habe ich nicht mehr als einen Verdacht. Aber das Gasthaus ist kein guter Ort zum Reden. Die Wände hören mit. Ich muss heute aus der Stadt. Treffen wir uns in 2 Tagen im Rathaus. Bis dahin habt ihr euch mit dem Fall vertraut gemacht. Wenn ihr denkt, dass ich recht habe, stelle ich euch meinen Perser vor und verrate euch, was ich bislang herausfinden konnte. Eurem Perser? Ja, meinem Perser. Dem einzigen, dem ich vertraue. Was sagt ihr, Meister? Dafür bin ich nicht hier. Was soll's? Vielleicht schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Vortrefflich. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Eure Position als Inquisitor wird euch Sicherheit garantieren. Aber wer kann das schon wissen? Ich werde sagen, dass ihr dem Hauptmann helft, den Mörder der Hure zu finden. Das erklärt euer Interesse an dem Fall. Bis in 2 Tagen, Meister Madadin. Das denke ich mir aber auch, dass da irgendwie... Irgendwas ist da im Busch. Nichts geschieht aus Zufall. Gott hat sicher einen guten Grund, mich mit dem Bürgermeister zusammenzubringen. Vielleicht führt er mich so zu diesem Vampir. Ich weiß ja nicht. Ich glaube halt immer noch nicht, dass es wirklich einen Vampir hier gibt. Wer sagt ihm denn, dass es... Okay, hi. Ist das mein Zimmer? Das könnte mein Zimmer sein. Sehr geehrter Mortimer Madadin, der Bischof von Hesron hat einen beunruhigenden Brief erhalten. Angeblich soll ein Vampir in der Stadt Königstein und der Umgebung sein Unwesen treiben. Ihr müsst euch unverzüglich dorthin begeben und Nachforschungen anstellen. Euer Schiff legt heute Abend ab. Der Hauptmann der Stadtwächter, ein Mann namens Bertram, wird euch in Empfang nehmen. Wir werden auch Bürgermeister Guido von Herzen über euren Besuch in Kenntnis setzen. Ich gehe davon aus, dass er euch die gebührende Gastfreundschaft erweist, die euer Tun unterstützen wird. Macht euch keine Gedanken bezüglich der Reisekosten und sonstigen Ausgaben. Das heilige Offizium wird dafür aufkommen. Es dürfte sich um eine Routineangelegenheit handeln. Wenn ihr den Sonderling gefunden habt, werdet ihr tun, was getan werden muss. Kehrt dann zum Inquisitorium zurück, um die Protokolle zu erfüllen. Theobald Frankel, Sekretär des Bischofs von Hesron. Oder Hesron? Wie spricht man das nochmal aus?
Aber ich muss erstmal mit den beiden reden unten. Oh, sie ist aber sehr hübsch. Der verhält sich ein bisschen... Okay, besoffen. Ich dachte, der verhält sich verdächtig. Tatst du, worum ich bat? Natürlich. Ich komme morgen früh wieder wegen des Silberengels, den ihr mir verspracht. Warum? Ich freue mich, euch beherbergen zu dürfen, Meister. Die Dienerin richtet euer Zimmer her. Hä, warum kriegt sie jetzt nicht schon ihr Geld? Naja, ich frag mich auch, warum sie mir das Zeug geklaut haben. Und nicht mein Geld. So. Gibt's hier irgendwas? Ja, cool, hätte ich ja auch so verschiedene Rüstungssets wie in The Witcher. Aber es fühlt sich halt auch so ein bisschen an wie The Witcher Light. Aber ist ja nicht schlecht. Macht ja trotzdem irgendwie gut Laune und ist auch ein anderes Setting, was ich sehr begrüße. Trotzdem würde ich mich auf ein neues Witcher freuen. Und das kommt ja anscheinend auch. Was ist los mit dir? So, aber das Boot... Das erste Glockenläuten. Aha. Auf zum Treffen mit dem Kardinal. Okay. Ich sag euch jetzt schon, was das für ein Typ ist. Das ist so ein richtig schmieriger, ekelhafter, aufgeblasener Typ, der sich wahrscheinlich so ein bisschen hinter der Kirche versteckt. Und so selbstgerecht ist und das nicht alles. Also das kann ich euch jetzt schon flüstern, dass der sehr eklig wird. So, was haben wir denn? Der Vampir. Wie funktioniert das nochmal? So. Uringestank, das stinkt zum Himmel. Es muss ein Plumpsklo in der Nähe sein. Bertram ist der Hauptmann. Warum verschwindet das hier nicht beim Vampir? Ach, hier. Der Bürgermeister behauptet, es sei seit etwa 100 Jahren kein Angriff oder kein Vampirangriff mehr in der Gegend gemeldet worden. Der Nichtsnutz sagte, dass Adlige die Armen oft als Vampire bezeichnen, weil sie das Geld aus den Schatzkammern der Stadt saugen. Und Liliana. In Königstein weiß jeder, dass Liliana dem Kardinal dient. Dem Wachhauptmann zufolge würde niemand es wagen, sie anzugreifen, und doch ist es geschehen. Guido von Herzen. Der Bürgermeister ist der Ansicht, das heilige Offizium sollte sich um die Fehde zwischen der Gräfin und dem Kardinal kümmern. Ihretwegen kam es zu seltsamen Hallo? Kannst du dich mal... Verpiss dich mal aus meinem aus meinem Tagebuch hier. So, wo waren wir denn jetzt? Es kam zu seltsamen Vorkommnissen in Königstein. Er versucht schon länger, der Sache auf den Grund zu gehen, verriet mir doch keine Einzelheiten. Er bat mich lediglich, mir selbst einen Eindruck zu verschaffen und ihn in 2 Tagen im Rathaus zu besuchen. Dann will er mich einem geheimnisvollen Perser vorstellen und mir alles erklären, was er bisher herausgefunden hat. So, warte. Wie kann ich das nochmal umschalten? Achso. Ah, es ist so komisch. Die Steuerung ist so komisch, so wenig intuitiv einfach. Der Bettler, ein heimatloser Bettler von seinesgleichen, gibt es viele in der Stadt. Die Gestalt im roten Mantel tötete die Hure. Das sah ich in meiner Vision. Ich bin jedoch nicht überzeugt, dass der Bettler der Täter war. Der Wachhauptmann und seine Leute waren erstaunt zu erfahren, dass der Bettler einen Mantel wie der Soldaten des Kardinals trug. Die Gräfin Isabella. Der Bürgermeister behauptet, die Gräfin verberge ihre Geheimnisse in einer geheimen Kammer im Palast. Ich würde zu gerne einen Blick hineinwerfen, um zu erfahren, wovon er spricht. Angeblich verehrt das Volk die von Königstein diese Frau, aber wieso? Ansgar von Niedrig. Der Wachhauptmann sagte mir, seine Eminenz duldet keine Angriffe auf seine Untergebenen. Gewiss ist er rachsüchtig, wie es sich für einen frommen Christen gehört. Wow. Die Armen hassen ihn. Ich kann es ihnen kaum verdenken. Während er in Reichtum schwelgt, nagen sie am Hungertuch. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass der Kardinal düstere Geheimnisse verbirgt. Angeblich irgendwo in seinem Büro. Der rätselhafte Partner des Bürgermeisters erscheint der einzige zu sein, dem Guido von Herzen vertraut. Ja, es ist, wie gesagt, ist echt komisch. Mordopfer. Oha. Die Schaulustigen behaupten, die junge Frau sei eine Prostituierte gewesen. Alles deutete darauf hin, dass sie bewusstlos war, bevor man ihr die Nieren entfernte. Doch wozu das alles? War das Teil eines verbotenen Rituals? Der Bürgermeister schlug vor, dass ihr Tod etwas mit der Fehde zwischen dem Kardinal und der Gräfin zu tun haben könnte. In der Nähe des Tatorts fand ich ein abgebrochenes Stück von einem Gehstock. Es war kein Blut daran, also hat das vermutlich nichts mit dem Fall zu tun. Der Bettler, den ich in der Gasse antraf, trug einen roten Mantel wie jene, die von den Soldaten des Kardinals getragen werden.
und der Dolch. Offenbar handelte es sich bei der Mordwaffe um einen Dolch. Der Bettler, den ich in der Gasse antraf, wischte Blut davon ab. Ich hatte recht, es handelt sich um dieselbe Klinge, die ich in meiner Vision sah. Eine Gestalt in rotem Mantel benutzte sie, um die Hure zu töten. Eine ungewöhnliche Waffe. Sie sieht sehr alt aus. Ich frage mich, woher sie stammt. Der Wachhauptmann bezeichnete den Dolch als seltsam. Eine solche Waffe hatte er noch nie gesehen. Okay. So zur Kathedrale. Machen wir das mal. Wie gesagt, ohne Minimap ist es einfach super praktisch, dass ich diese Vision hier habe. Super, super praktisch. Aber ich gehe nochmal kurz beten. Das sind ja offensichtlich so ein bisschen die Speicher, die ich hier nutzen kann. Ungnädige Maria, schenke mir die Gabe der Strenge, auf dass ich niemals zu milde bestrafe. Ungnädige Maria! Ist das so meine Gesinnung über dem Kasten, was man da immer sieht, dass ich noch gläubig bin? Vielleicht kann ich ja komplett abtrünnig werden. Es gibt ja anscheinend so ein Moralsystem, ich weiß aber nicht so ganz, wie das funktioniert. Schauen wir mal. So. Aha, die brauche ich gar nicht erst lesen, das geht so schnell. Aber das sind halt total quere Bibelverse anscheinend. Die gar nicht so in der Bibel stehen, natürlich. Aha, da sind sie wieder. Die Rotkutzen. Aber so wirklich Level-Ups gibt es ja auch nicht, ne? Es ist alles so... Wie gesagt, Rollenspiel light so ein bisschen. Oh ne, das könnt ihr selber lesen. Wenn es euch nicht zu klein ist, auf dem Handy oder so. Oder muss ich mir das irgendwie merken? Ich hoffe nicht. Heute feiern wir das Fest des siegreichen Christus. Wie gesagt, Königstein ist so riesig groß. Ohne meine Sicht hier würde ich mich gar nicht zurechtfinden. Oh, man sieht es ja sehr gut, ist die Kathedrale. Wirklich, aber der Hammer einfach. Liebe Malva, wie ist dein Leben im Dienst der Gräfin Isabella? Bitte sag mir... Kannst du mal aufhören? Das lenkt mich total... Gibt es dort noch einen Platz und eine Zuflucht für deine Schwester Irmina? Seit mein Alvin wegen des Streits mit dem Kardinal hingerichtet wurde, ist mein Leben zur Qual geworden. Ich hatte ihm gesagt, gestehe nichts, solange du betrunken bist. Aber er hörte nicht auf mich. Er verletzte die Würde des Kardinals und wurde zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Der Kardinal hasst die Armen und war an jenem Tag besonders übellaunig, was meinen geliebten Gatten den Kopf kostete. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich nach Schwibus ziehen müssen. Ich habe dort einen Liebhaber, der mich seit Alvins Hinrichtung überreden will, zu ihm zu kommen. Aber ich weiß immer noch nicht zurecht, was ich tun soll. Das Leben nahe der Kathedrale ist nicht leicht. Der Kardinal ist bestrebt, seine Nachbarschaft von Armen, Kurtisanen und Blinden zu säubern. Seine Soldaten scheinen eine Abneigung gegen Plebejer zu haben und verjagen sie, wenn sie im Schatten der Mauer betteln. Also Plebejer sind wahrscheinlich Bettler, Obdachlose vielleicht, keine Ahnung. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mir eine neue Bleibe suchen sollte. Ich hoffe inständig, dass du mir helfen kannst, liebe Malva. Ich könnte in der Küche der Gräfin Isabella arbeiten. Wie du weißt, bin ich eine ausgezeichnete Köchin und kann aus allem eine leckere Mahlzeit zubereiten. Ich verspreche dir, ich würde dich nie in Verlegenheit bringen. Liebe Grüße, deine Irmina. So, boah. Kannst du mal aufhören? Sag mal. Soll das irgendwen anlocken oder verscheuchen? Danke für die Unbarmherzigkeit beim Kampf gegen meine Feinde, oh Herr. Yo. Danke, dass ich ein kaltschnäuziger Mistkerl bin. Wie gesagt, ich verstehe nicht so ganz, wie das mit dem System funktioniert, aber ich werde ihn, glaube ich, nicht so enden lassen, dass er einfach so ein kaltschnäuziger Arsch ist. Sondern vielleicht so ein bisschen das ganze System hinterfragt, das finde ich ja eher mal interessanter. Immer so ein bisschen gegen den Strom. Ja, siehst du mal, die haben schon goldene Statuen hier stehen. Und die Armen, die kriegen wahrscheinlich nicht mehr was zu fressen.
So ist das. Isabella? Johannes. Aha. Kannst du mal sagen, was du denkst? Okay. Hier, warte. Frau mit venezianischer Maske. Eine mysteriöse Frau mit venezianischer Maske hetzt eine Bande von Raubeinen auf mich. Sie trug weiße Handschuhe. Interessanterweise meinten die Nichtsnutze, ihre Stimme sei ihnen vertraut. Den Stadtwächtern zufolge sind venezianische Masken in Mode gekommen, aber das hat... Achso, hier, ist neu. Johannes Reuchlin. In der Nähe des Friedhofs hatte ich eine seltsame Vision. Ich sah einen Grabstein, auf dem der Name Johannes Reuchlin eingraviert war. Und ich hörte zwei Stimmen, die eines Mannes, der in einer mir fremden Sprache feierlich sang, und die einer Frau, die um Gnade flehte. Vielleicht mit dem Kardinal. Oh, ich hab schon einiges hier, ne? Einiges haben wir schon erledigt. Erstmal dahinter. Da war nämlich hier eine Frau mit Krone, sah so aus kurz. Ich hab's nicht richtig gesehen. Oh ne, das ist einfach nur so eine bisschen förmlichere Kleidung. Edler. Verschlossen. Ich komme ein andermal wieder. Die sind aber auch überall, diese Typen, ne? Es sieht halt echt schön aus, das Spiel. Ist jetzt, wie gesagt, nicht so... Habe ich ja schon mal erwähnt im ersten Part. Es ist nicht wirklich so high-end. Aber es ist halt wirklich hübsch gemacht, auf jeden Fall. Voller Prunkbau. Guck dir das mal an. Überall Gold verziert. Sag mal, ey. Geht es nur offensichtlicher, wie kacke dieses System hier ist? Guckt auch noch wie so ein Meister Fisch. Madadin, ich freue mich, euch kennenzulernen. Grüße, Eure Eminenz. Der Inquisitor. Gute Manieren stehen offenbar nicht auf dem Lehrplan des Inquisitoriums. Man lehrte uns Unabhängigkeit, sowohl von weltlichen als auch kirchlichen Autoritäten. Inquisitoren steht dies laut Kirchengesetz zu. Das ist Eurer Eminenz gewiss bewusst. Es gibt einen Unterschied zwischen inquisitorischer Unabhängigkeit und mangelndem Respekt. Ich bin überrascht zu sehen, dass ihr dies nicht erkennt. Wow. Verzeiht, Eure Eminenz. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Und dennoch tut ihr es. Ich wurde von eurer Reise nach Königstein vom Heiligen Offizium informiert. Man lobte euch überschwänglich. Zu Unrecht, wie ich leider sehe. Oh Gott, du Seelchen. Aber vergessen wir die Etikette. Sprecht frei. Warum seid ihr hier? Was für ein Schmierlappen. Finde ich jetzt schon richtig unsympathisch, dass er da so eingebildet ist. Wir müssen reden. Ungestört. Das reicht. Ihr vergreift euch im Ton, Inquisitor. Ihr verlangt etwas, anstatt zu bitten. Dann bitte ich. Bleiben wir ruhig. Meister Madadin soll die Chance erhalten, den hiesigen Brauch zu ehren. Danach wird sich alles klären. Ich bin Ingvar.
Königsteins oberster Kräuterkundler und Arzt. Ich stehe euch zu Diensten, falls ihr mich braucht. Zieht nun bitte eine Karte. Das verlangen wir von jedem, der seine Eminenz zum ersten Mal trifft. So schließen wir aus, dass dieser jemand schlechte Absichten hegt. Bitte was? Ausschließen? Wie soll das gehen? Ich weiß, was ihr jetzt denkt, Meister Madadin, aber ihr irrt euch. Das ist keine Hexerei. Das sind die Karten des Sankt Temerius, der in dieser Kathedrale begraben liegt. Ich gab dieses Artefakt dem ehrenwerten Ingvar. Die Karten zeigen, wie Menschen wirklich sind. Sie sehen ganz gewöhnlich aus, aber sobald eine Person nach einer Karte greift, ändert sich das Bild darauf, um die wahre Natur dieser Person zu zeigen. Los, überzeugt euch selbst. Wir sind schon sehr gespannt. Was für ein Quatsch. Solange es die Karten eines Heiligen sind. Ja, ist klar. Ich gebe die Karte 3. Leere Karte. Überrascht mich nicht. Ich muss zurück zur Klinik. Wir sehen uns wieder, Meister Madadin. Bald, hoffentlich. Oh, das ist mir direkt unsympathisch. Worauf wartet ihr, Tölpel? Verjagt sie! Sofort! Ihr Gestank ist unerträglich! Folgt mir, Inquisitor! Reden wir in der Kathedrale! Es ist direkt so eine richtig bedrohliche Atmosphäre, die von diesem Pack ausgeht. Also ich meine jetzt nicht die Bettler, ne? Der angenehme Duft von Weihrauch. So anders als der Gestank der Straße. Ich dachte, Inquisitoren mögen nur den Geruch von brennendem Fleisch. Hm. Kann ich alles fragen, oder? Ich frage erstmal nach dem Vampir. Wissen eure Eminenz etwas über den Vampir, der sich in der Stadt versteckt? Ein Vampir? Lächerlich. Gäbe es hier einen, hätte ich mich schon längst selbst um ihn gekümmert. Ja, ja. Dafür brauche ich kein heiliges Offizium. Blutsauger sind ein beliebtes Thema unter den stinkenden Bettlern im Hafen. Aber sie meinen damit Personen wie mich. Adlige. So werden wir vom erbärmlichen Gemeinvolk genannt. Ja, da haben sie recht. Du bist ja ein Blutsauger. Man guckt dich mal an. Guck dir mal an, was du hier für einen Prunk hast. Und den Leuten geht's schlecht. Ekelhaft. Und der stellt sich halt auch selbst über andere. Das sollte wahrscheinlich so ein kirchlicher Vertreter auch nicht gerade machen. Beim Gasthaus Kessenixe wurde eine Hure ermordet. Alter. Die Art, wie der Mord begangen wurde, erinnert an ein Ritual. Weshalb der Bürgermeister mich bat bei der Noch unverschämter geht es kaum, Inquisitor. Ich warte. Ja, Entschuldigung. Klärung zu helfen. Ein Zeuge sah einen Verdächtigen in einem roten Mantel, wie ihn die Soldaten eurer Eminenz tragen. Hat... Wollt ihr damit etwa andeuten, dass es einer meiner Männer war? Ja. Das ist anmaßend, Inquisitor. Die Hure hat sich wahrscheinlich irgendwen zum Feind gemacht. Vielleicht eine Rivalin, der sie die Kundschaft abwarb. Auch sie kleiden sich gerne in Rot. Diese dreisten Huren beschmutzen die Kardinalsfarben. Aha, ich dachte, das wäre Gold. Haben eure Eminenz je einen Dolch wie diesen gesehen? Er wurde am Tatort gefunden. Leider nein, aber ich kann seine Herkunft prüfen lassen. Gebt ihn mir. Nein? Tut mir leid, eure Eminenz. Aber das geht nicht. Diese Mordwaffe wurde möglicherweise für ein verbotenes Ritual benutzt. Ich brauche sie für meine Ermittlungen. Sagt euch der Name Reuchlin etwas, eure Eminenz? Johannes Reuchlin. Natürlich. Reuchlin war der Vorgänger unseres Arztes.
des ehrenwerten Ingvar. Er starb vor einem Jahr, kann die Kurtisane also unmöglich ermordet haben. Was soll das hier eigentlich? Machen wir gerade einen Rundgang, oder was? Die ganze Stadt redet über die Gräfin. Wie mir scheint, ist sie beim Volk überaus beliebt. Gerüchten zufolge liegen eure Eminenz jedoch mit ihr im Streit. Die Gräfin versucht seit vielen Jahren, meine Autorität zu untergraben. Als guter Christ zahle ich es ihr mit gleicher Münze heim. Ihr solltet sie befragen, Inquisitor, nicht mich. Ich weiß, dass Isabella sich für ausgefallene Dinge interessiert. Ich vermute, sie nutzt sie für heidnische Rituale. Ich wäre nicht überrascht, sollte sie hinter dem Mord an der Hure stecken. Ihr habt selbst gesagt, der Mord könnte rituell sein. Gestatten eure Eminenz mir den Zugang zu den Ressourcen der Bibliothek. Manchmal müssen die Dinge, die bei einer Ermittlung ans Tageslicht kommen, gründlich analysiert werden. Meine Soldaten haben euch gerettet. Ihr steht in meiner Schuld und bittet trotzdem um noch einen Gefallen? Ja. Glaubensbrüder sollten einander helfen. Gut, da sind wir derselben Meinung, Inquisitor. Die Mönche werden euch ab morgen Zugang zu allem gewähren, was ihr braucht. Ich hoffe, ich kann auch auf euch zählen, wenn ich auf eure Hilfe angewiesen bin. Ja, mal sehen. Ich bitte euch nicht zur Messe zu bleiben. Ich kenne die Gebräuche der Inquisitoren und weiß, dass ihr gerne in Einsamkeit betet. Ja, das tun wir. So lässt uns Gott die Wahrheit erkennen. Ja, ich habe davon gehört. Ihr besitzt Schersken, eure Eminenz? Ich dachte immer, dass es Inquisitoren vorbehalten sei. Nun, nicht nur, wie ihr seht. Der Papst höchstpersönlich hat es mir vor Jahren geschenkt. Also, wo habt ihr geplant, heute zu beten? Jeder Ort ist gut für ein Gebet, eure Eminenz. Ich halte euch nicht auf. Was für ein unangenehmer Mensch. Also, boah, nee, ich habe ja schon gewusst, dass... Ich habe es ja eben noch gesagt, der wird eklig, aber dass er so eklig ist. Ah. Geh zum städtischen Verlies. Das sieht aber auch so geil aus, aber irgendwie halt auch richtig bedrohlich, finde ich. Das ist kein Ort, wo man sich behütet fühlt. Das ist halt das, was ich sagte. Das ist sowas, wo dir vorgelebt wird, wie grausam der Gott eigentlich ist. Und wie sehr du bestraft werden wirst, wenn du ein bisschen zuwider handelst gegen den Glauben. Oder gegen das, was die von einem erwarten. Ich muss mal ganz kurz beten. Zur ungnadigen Maria. Ungnädig. Danke, Herr, dass du die Mittel heiligst, die zum Zweck führen. Ja, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Ist schon klar. Wie gesagt, ich hoffe, man kann es so ein bisschen umdrehen, seine Gesinnung. Oh, warte, hier komme ich nicht weiter. Oder? Ne. Ne, da muss ich wieder ganz außen rum wahrscheinlich. Aber wie super detailliert das ist. Ich will gar nicht wissen, wie lange die gebraucht haben, um das hier alles zu bauen. Also im Spiel natürlich. Der Hammer. Und es ist halt... Also ich muss mal noch mal dazu sagen, es ist übrigens das Erstlingswerk. Ich habe mal nachgesehen. The Dust SA, das ist das Erstlingswerk von denen hier. Und es ist auch ein sehr kleines Team offensichtlich. Also verhältnismäßig klein halt, ne? Ist jetzt kein CD Projekt, wo wirklich sehr, sehr viele Leute an einem Witcher arbeiten. Und dafür sieht es halt echt erstaunlich gut aus, finde ich. Ist jetzt wieder ganz raus hier. Also ich glaube wirklich, man ist so ein bisschen darauf angewiesen, dass man sich hier alles einprägt.
Andererseits glaube ich auch nicht, dass es sehr viele Sidequests geben wird. Dementsprechend, ja. Und seid dankbar für die Gaben, ja, die ihr erhaltet. Aha. Bin ich. Super toll hier. Man wird so reich beschenkt. Mit dem ganzen Hass und der Strafe. So, welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren werden. Aha. Muss halt auch dazu sagen, hier ist es nochmal ein Stückchen krasser, als es vielleicht wirklich war, weil hier ist es halt wirklich ein rachsüchtiger Jesus, der seine Feinde getötet hat. So, was ist denn das? Ah, da ist noch ein Zettel. Ich gelobe, für alle meine Vergehen Buße zu tun. Ich habe den Krauteintopf dieses einen Kochs geschissen. Ich habe Steine und Scheiße nach den Blinden geworfen. Ich habe Händlern auf dem Marktplatz Münzen gestohlen. Ich bin nie mit meinem Sohn zum Angeln gegangen. Ich habe meine Frau regelmäßig im Dirnenhaus zügellos betrogen. Ich habe auf einen Obdachlosen gepisst, der in der Gosse schlief. Ich habe meine Kirchensteuer nicht gezahlt. Ich habe das Weihwasser der Kathedrale getrunken. Alter. Ich habe einem Mönch einen Sack Nüsse gestohlen. Ich habe meinen Nachbarn in den Brunnen gekotzt, als ich besoffen war. Ich habe Albrecht wegen seines Bootes ausgelacht. Der mit dem Boot unterm Haus. Ich habe eine Bürgerin überfallen und ihren Geldbeutel gestohlen. Ich war noch nie bei der Beichte. Ich habe meinen Kumpel ins Plumpsklo eingeschlossen. Ich habe das Grab meiner Eltern nicht gepflegt. Ich habe meine Frau mit Krätze angesteckt. Alter! Das ist ja schon... Ohne diese ganze Strafe hier sind echt harte Sachen dabei. Ach guck mal, da ist sie wieder. Die sieht man auch überall, die Kleine hier. Los, bring! Dass sie so eine recht wichtige Bringst Rolle spielt. Du ihm Kommandos bei? Er kennt sie bereits alle. Er ist sehr schlau. Wenn er zurückkommt, sagt Ib. Er wird gehorchen. Gib. Woher hast du das? Aus einer Gasse beim Gasthaus. Freund hat es gefunden. Er spielt gern damit. Sieht aus wie der Griff eines Gehstocks. Ist das fehlende Teil des Stocks, den ich am Tatort gefunden habe? Passt ganz genau. Vielleicht schlug der Mörder die Hure mit diesem Gehstock nieder. Ich muss seinen Besitzer finden. Kann ich das haben? Klar. Solange ihr Freund etwas anderes zum Spielen gebt. Geht ihr zum Gasthaus? Nein, ich muss vorher noch zum Verlies. Da bin ich oft. Der Gastwirt gibt mir Speisen, die ich dem Scharfrichter bringen soll. Dafür bekomme ich was zu essen. Ich gehe heute Abend wieder, nur später. Kommt, ich führe euch hin. Ich kenne eine Abkürzung. Aha. Wenn du so langsam läufst, ist es keine Abkürzung. Die Wachen haben mal richtig Bock. So, bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie lange das Spiel geht übrigens. Also, ich schätze jetzt mal nicht irgendwie 40, 50 Stunden wie so ein Witcher. Ja, ich vergleiche es gerne damit. Kommt dann auch aus Polen und ist auch ein Rollenspiel irgendwo. Hier lang, Inquisitor. Das ist der kürzeste Weg zum Verlies. Also das hier ist irgendwie auch ein Rollenspiel. Obwohl es halt keine Erfahrungspunkte hat oder sowas. Aber es hat ein Moralsystem. Das ist ja schon mal was. Jetzt mal ein bisschen schneller, Kleiner. Du kriegst kein Geld für all diese Gefallen, Frechdachs. Dieser ist umsonst. Danke, dass du mich nicht ausnimmst. Schneller, Inquisitor. Ich habe nicht viel Zeit. Was hast du denn noch zu tun? Ich bin eine gefragte Person. Ja. Zweifellos. Dann nach dir. Ich weiß ja nicht, irgendwie habe ich doch das Gefühl, sie hat uns beklaut am Anfang. Seine Haare auch waber, also so ein bisschen Walle-Walle, wenn er läuft.
gesagt, alleine wäre ich viel schneller, Mädchen. Aber ich finde es gut, dass es hier Hinweisschilder gibt. Trotzdem würde ich, glaube ich, eine Map besser finden. Kommt der Hund nach? Oh ja. Danke. Ab jetzt komme ich allein zurecht. Good boy. So. Durchs Gebet hätte ich diese Abkürzung auch gefunden, wollte ich nochmal sagen. Aber gut. Levitikus, wenn ein Mann oder ein Weib ein Wahrsager. Ja. Willkommen, Meister Inquisitor. Ja, ja. In welcher Zelle sitzt der Verdächtige des Prostituiertenmordes? Das müsst ihr Scharfrichter Roland fragen. Er hat hier das Sagen. Ihr findet ihn vermutlich in der Folterkammer. Ach, der Roland wieder. Angst. Blut, Exkremente und Tod. Der gleiche Gestank wie in jedem Verlies. Ach, wie zu Hause. Angst, Exkremente und Tod. Bah. Also ich will gar nicht wissen, wie es hier stinkt, ne? Beim Schwert des Herrn. Roland trägt das Kostüm des fidelen Scharfrichters. Er hat sogar die Maske auf. Er freut das wahrscheinlich noch, der Ekelhafte. Mordemar kommt ungestüm. Sicher sieht er das Kostüm. Ich habe es an. Ich trage es nur. Verberge nicht meine Natur. Ich wollte einfach nur verstehen, was des Tianon-Manns Ideen, als er mit diesem Pelz gesehen. Jetzt kenne ich den alten Ruhm. Die Maske erzählte mir davon. Für dessen Laune war der Grund? Die Maske über seinem Mund. Sie füllt den Kopf mit einem Reim, bringt Gedanken für mehr Pein. Wie das Opfer spürt mehr Schmerz, wo man sticht, damit es bricht. Man verspürt so solche Wonne, dass man nicht vermisst die Sonne. Moment! Ein Zauber war zur Stelle, der ihn gebracht in diese Hölle. Seid ihr aus auf Eingeweide, rücke ich euch noch zu Leibe. Ja, hier habe ich das Sagen und bring den Armen ihre Plagen. Boah, ist dieser Typ widerlich. Der fidele Scharfrichter. Ist er verrückt geworden? Oder gibt er es nur vor? Die Klamotten sind auch voller Blut. Also ich sage ja, dem macht das hier auch noch Spaß wahrscheinlich. Ich bin nur hier, um den Gefangenen zu befragen, Meister Roland. Meister könnt ihr uns ruhig nennen. Jetzt bewundert unser Können. Wie ein Mann, ganz ohne Zaudern, bringt den Verdächtigen zum Plaudern. Ich glaube an Folter, wenn die Situation es erfordert. Lasst mich zuerst mit dem Gefangenen sprechen. Also ich ja nicht, ne? In mir die Wut kocht, wie sie schnaubt. Werd ich meiner Passion beraubt. Ich hoffe, den können wir später noch erledigen oder so.
blöden Scharfrichter. Kanntet ihr die ermordete Hure? Nein, Herr. Ich habe nur manchmal gesehen, wie sie Kunden auf der Straße verführte. Die schamlose Hure zog sich einfach aus. Sie sind doch alle gleich. Eines Tages sind sie unser Untergang. Wegen denen wird es uns noch wie Adam im Paradies ergehen. Woher habt ihr Mantel und Dolch? Eine Frau hat sie weggeworfen. Ich schwöre es. Zuerst den Dolch und kurz darauf den Mantel. Ich saß auf dem Plumpsklo und habe es durch das Loch in der Tür gesehen. Nur ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen. Den Umhang habe ich angezogen, weil es nachts noch kalt werden kann. Den Dolch habe ich mitgenommen, um ihn der Gräfin zu verkaufen. Sie mag so seltsame Sachen. Sie schickt ihre Dienerin zum Hafen, um sie ihr zu besorgen. Normalerweise die dunkelhäutige Nontle. Man erkennt ihre Mädchen leicht, weil sie alle silberne Halsketten mit einem violetten Stein darin tragen. So erkennen die Händler, dass sie sie zuerst bedienen müssen. Aha. Habt ihr die Hure getötet? Sprecht die Wahrheit. Ihr wisst, dass ein Inquisitor erkennt, wenn jemand lügt. Ich war es nicht, Herr. Ich schwöre es. Glaub ich auch. Am Anfang schwören ihrer viele. Doch dann erreich ich meine Ziele. Damit kann ich arbeiten. Führt mich in eine leere Zelle, Meister Roland. Ich werde beim Gebet über die Worte des Halunken nachdenken. Ich bring euch hin, wo ihr begehrt. Die Zelle still, hängt auf das Schwert. Kommt, Inquisitor, hier mein Schatz. Ist ein guter Ruheplatz. Ja, das machen wir nächstes Mal, Leute. Das war's für den Part. Ich finde ja, es läuft ja alles ein bisschen schief irgendwie. Das ist alles nicht so richtig und, naja, ich glaube, der ist unschuldig, der Bettler natürlich. Das wäre auch viel zu einfach, wenn er jetzt der Mörder wäre, ohne Grund. Und die Nieren vor allem. Naja, auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen, für die Likes, für die Kommentare. Und übermorgen geht's weiter mit einem weiteren Part. Dankeschön und auf Wiedersehen.